Ja, hallihallo. Genesung ist ein Prozess und kein Ereignis. Das ist das heutige Thema dieses Videos. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Na, wenn ihr überhaupt Lust habt zuzuhören. Und man sieht es wirklich ganz toll jetzt an diesem Bild oder an dieser Arbeit. Da können wir auch einen guten Bogen schlagen zu kreativ oder zum heilsamen, intuitiven Malen. Auch dieses Bild ist ein Prozess, ja. Man sieht ganz zu Anfangs, ich bin am Überlegen, ich weiß nicht, welche Stifte, ne? Also wie auch im Leben selbst, wir haben verschiedene Methoden, wir probieren, wir überlegen, lassen etwas liegen, nehmen es wieder in die Hand, das ist Genesung, ja. Genesung pur, Genesung von Alkoholismus oder von Drogen, Medikamentenabhängigkeit. Ich muss mich kurz räuspern, irgendwo was stellen. Entschuldigung. Und klar, natürlich, die Suchterkrankung ist nicht heilbar. Deswegen heißt es ja auch, wir begeben uns in eine Genesung oder in den Genesungsprozess. Und dieser Genesungsprozess dauert so gesehen Leben lang. Und ich bin manchmal belustigt ein bisschen, wenn ich in meinen Seminaren dann gefragt werde, ja, ist denn das überhaupt noch ein Leben, wenn ich jeden Tag gucken muss? Oder ich würde es nicht mit muss bezeichnen, sondern es ist etwas, was in Fleisch und Blut übergeht, dieser Genesung oder auch diese Werkzeuge in die Hand zu nehmen. Und ich empfinde es als etwas sehr Schönes, ja. Also Genesung, der Prozess. Oh, das ist eine schöne Musik. Ist etwas sehr, kann sehr angenehm sein, ja. Das bedeutet jetzt von den Methoden her, du suchst dir Zeiten aus, wo du mal mit dir alleine bist, wo du reinfühlen, reinspüren kannst. Ja, wie geht es mir denn gerade? Wer bin ich? Wohin will ich in diesem Leben noch? Welche Menschen begleiten mich gerade? Was bedeutet Liebe für mich? Oder dann die Fragen, die ein bisschen noch tiefer gehen, ja? Betrachte ich mich als einen liebenswerten und wertvollen Menschen? Bist du ein liebenswerter, wertvoller Mensch? Mit Sicherheit ja. Aber wenn wir aus einer Suchtfamilie kommen, ja, wenn wir jetzt vielleicht auch körperliche Gewalt erfahren haben oder einen psychischen Missbrauch in der Kindheit, dann entwickeln wir häufig so Mechanismen, so Schutzmechanismen. Ja, und die nehmen wir dann natürlich unbewusst ins Erwachsenenalter mit rein. Und da sind sie häufig nicht mehr dienlich, nämlich die Kontrolle, ja. Zu kontrollieren gibt mir ja Sicherheit. Na, ich brauche Sicherheit, wenn ich ängstlich bin, unsicher. Dann wünsche ich mir Sicherheit. Dann möchte ich wissen, was passiert gleich, was passiert morgen, was passiert in einem Jahr. Geht natürlich nicht. Na, das geht nur auf Kosten der Genesung. Das funktioniert so nicht. Na? Aber jetzt gehen wir nochmal, das Bild finde ich ist so klassisch für diesen Genesungsweg. Ja, dieses immer wieder ausprobieren. Ich habe da komplett verschiedene Farben benutzt, die ich normalerweise jetzt nicht immer in einem Bild kombiniere, miteinander vermische. Also praktisch Buntstifte mit Aquarellstiften ist jetzt nicht so mein Ding. Das mache ich eigentlich eher selten. Aber da
da war es wichtig, ne? Da war es für mich richtig wichtig. Und das ist eben, da sind wir wieder beim Thema, bei dieser Genesung. Fühl rein, was für dich gerade wichtig ist. Das kannst nur du entscheiden, sonst niemand. Das geht nicht, es kann nicht ein anderer für dich entscheiden oder auch die Verantwortung übernehmen. Das geht nicht. Ist nicht möglich. Ja? Und du kannst es, oder du hast die Möglichkeit, im intuitiven Malprozess zu üben. Ja? Es geht schon los, also für mich persönlich, ich zeichne ja meist eigentlich jeden Abend so diese Abendschau. Es beginnt schon mit der Papiergröße. Da geht's schon los. Will ich ein großes Blatt Papier, ein kleines Blatt Papier? Ist mir nach viel Farbe, nach Acrylfarben? Ist mir nach Aquarellfarben zumute? Ist es figürlich oder abstrakt? Benötige ich viel Farben oder nur zwei? Wie im Leben auch. Ja, so ist das Leben. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe tatsächlich, ich hatte das Glück, wirklich ganz tolle Mentoren und Lehrer an meiner Seite zu haben. Das Wichtigste ist, oder was ich verinnerlicht habe, das, was mir heute gut tut, heißt noch lange nicht, dass es morgen genauso ist. Die Grenze, die ich heute ziehe, bedeutet noch lange nicht, dass ich sie morgen genauso an der gleichen Stelle ziehe. Es kann morgen ganz anders sein. Leben ist niemals statisch. Leben ist Bewegung. Und genauso müssen wir uns mit dem Leben bewegen. Darum kann ich es nicht planen. Und ich kann meine Kontrollwut über Bord schmeißen. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Liebe. Viel Spaß bei eurer eigenen Inventur, bei eurem eigenen Innehalten in Schau. Ja, bis bald und tschüss.